Platz Nummer 1 geht an die allseits beliebte, meistverbreitete Kreditkarte. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale Top 10 Legendaries. Stand Januar 2018, nach dem neuen Update, Stand jetzt, wann auch immer dieses Video rauskommt. Seit dem letzten Top 10 Video, wo ich euch die Top 10 Legendaries vorgestellt habe, sind ja erstens mal wahnsinnig viele legendäre Karten rausgekommen. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind 3 neue rausgekommen, vielleicht, ja, nee, 2. Verdammt wahnsinnig viele, ne, 2, es hört sich gar nicht so viel an. Aber 2 legendäre in Clash Royale sind schon viele eigentlich. Und zweitens natürlich so einige Balance-Updates haben die Karten verändert, die Meta hat sich ja komplett geändert. Und ich finde, es hat sich auch eine Menge getan in den Legendaries, von der Benutzungsrate, von der Beliebtheit bei den Spielern, Beliebtheit bei der Community, bei den Pro-Spielern, in Turnieren, in der Arena, hat sich so eine Menge getan bei den Legendaries. Da können wir ruhig mal wieder die 10 zusammenzählen. Wie immer gilt es, meine Meinung muss mit eurer Meinung nicht übereinstimmen, aber schreibt mir mal eure Meinung runter, wie aktueller Stand aussieht, wie ihr welche Legendary am besten findet. Erstellt eure eigene kleine Top 10 Liste und wir fangen mal mit Nummer 10 an. Nummer 10. Eieieiei. Nummer 10 haut mal direkt rein. Von eines der besten legendären Karten rutscht der Eismagier für mich auf den 10. Platz. Der wurde irgendwann mal gebufft, der wurde besser gemacht. Die haben dann irgendwann mal hier seinen Schaden erhöht, so dass das Skelette one-shotten kann und somit war er auch ein guter Konter gegen den Friedhof. Aber nichtsdestotrotz kam durch die ganzen neuen legendären Karten und die ganzen neuen Meta und so weiter, rutschte der Eismagier immer weiter runter, immer weiter runter. Mit einer aktuellen Benutzungsrate von 8,7%. Er hatte wahrscheinlich seinen tiefsten Stand überhaupt, obwohl, ja, es gab schon mal tiefere Stände. Aber wenn man bedenkt, dass der Eismagier vor ein paar Monaten, so noch September, irgendwo um den Dreh, eigentlich immer noch zu den Top 4 legendären Karten gehört, ist er mit 8,7% natürlich wahnsinnig weit runtergefallen. Er ist auf demselben Level wie der Holzfäller mit 8,1%, sind quasi gleich auf von der Benutzungsrate, aber da sieht man einfach, wie die Meta sich gedreht hat. Die Spieler haben den Eismagier mehr oder weniger ersetzt. Es gibt andere Karten, die jetzt in der Defense gut sind. Elektromagier ist der größere Kandidat dafür. Ist eigentlich der Hauptkandidat. Dank des Elektromagiers hat der Eismagier so ein bisschen seinen Rang verloren, ist aber immer noch praktisch, finde ich. Ist immer noch eine sehr praktische Verteidigungseinheit, gerade gegen Tanks und Royal Giants, kann man immer wieder aussetzen. Ist immerhin deswegen auf dem 10. Platz. Ich meine, es gibt noch ein paar andere Karten, die es nicht mal in die Top 10 geschafft haben. Nummer 9. Platz Nummer 9 geht an die gute kleine Banditen. Banditen hatten wirklich eine Hochphase. Banditen war so high, meine ich mal, eine Zeit lang, als die Bridge-Spam-Meter da war. Da dachten die Leute, haben alle die Banditen als weltbeste Legendary überhaupt abgestempelt. Dass sie eigentlich nur in diesem Deck richtig gut funktioniert hat, aber danach irgendwie weggefallen ist. Ist halt so typisch ein bisschen für die Clash Royale Community. Die feiern immer etwas, bis was Neues kommt und dann lassen die es links liegen. Ist in dem Sinne auch egal. Hat eine Benutzungsrate von 9,9% bei der Community in den Top-Arenen. Und ist aktuell halt schwer in der Meta zu spielen. Weil, wie gesagt, es hatte Bridge-Spam, es hatte seine Hochphase, ja, da war es beliebt. Aber die aktuelle Meta ist ein bisschen schwieriger für die, da durchzukommen. Gerade auch mit dem Royalen Geist, Elektromagier mit der hohen Benutzungsrate. Viele kleine Einheiten, wie die Kobold-Gang, immer noch stark vertreten. Ist die Banditen, knallt die halt immer wieder auf kleinere Einheiten. Kommt nicht gut durch, aber wenn die das schafft, kann man mit der echt gut absahnen. Für 3 Elixier kann die sehr gute Einheiten wegräumen aus dem Feld, kann sich quasi von einer Einheit zur anderen springen und so mal richtig, richtig auf den Sack geht. Und wenn man nicht aufpasst und es trotzdem noch an den Turm schafft irgendwie, hat die natürlich auch einen immensen Schaden. Deswegen immer noch 9. Platz. 9,9% spricht für sich. Die Karte ist immer noch stark. Und der nächste Absturz für die nächste Legendary, die Princess, auch eines der Top 3 beliebtesten legendären Karten eigentlich in diesem gesamten Spiel, rutscht runter auf ziemlich weit runter, auf 14,4%, es hat jetzt eine Benutzungsrate. Die Leute haben angefangen, die weniger zu spielen, dank Kampfholz, dank Kobold Gang, vielleicht auch ein bisschen die Banditen, Elektromagier, klar. Es gibt immense viele Konter, die genauso 3 Elixier kosten und inzwischen ist die Prinzessin eigentlich eine Opferkarte, die du an die Brücke stellst, damit die ein bisschen ärgert und damit die Leute darauf reagieren müssen. Aber hier, bei Lockbait und Zapbait-Decks ist natürlich die Princess eine der Hauptvertreter. Eben aus diesem Grund. Die geht auf die Nerven. Man hat viele Konter. Es gibt viele Einheiten, die für 3 Elixier die Prinzessin locker abwehren können, ohne dass man irgendwie sogar Elixier verliert. Es gibt auch viele Karten, wo man Elixier spart. Deswegen setzt man die an die Brücke, damit es den Gegner zum Zug zwingt. Er muss reagieren, er muss irgendwas aussetzen und damit benutzt man die quasi als Nervfaktor. Ein bisschen so hat sich der Status von ihr geändert. Ne? Die waren mal eine super Support-Karte, die man in die Mitte der Arena setzt oder so, oder auf der eigenen Seite, die schießt dann auf andere Einheiten, die gerade rüberkommen oder den Royal Giant verteidigt oder den Golem und indem die Barbaren abwehrt.
Aber Kampfholz und so weiter hat die Prinzessin aus der Arena verschoben. Die ist jetzt sehr weit runtergefallen. Andere legendäre Karten sind mächtig nach oben gerutscht und sind beliebter geworden. Nummer 7. Siebter Platz geht an den Überraschungsvertreter wahrscheinlich, aber der Inferno-Drache hat sich echt, echt durchgesetzt. Ich schiebe das einfach auf den Mega-Ritter. Durch die Beliebtheit des Mega-Ritters, dadurch, dass er in das Spiel kam, haben die Leute, glaube ich, angefangen, mehr den Inferno-Drachen zu spielen, weil er dagegen ziemlich, ziemlich gut ist. Dadurch, dass es jetzt einen sehr beliebten Tank als Legendary gibt, der auch sehr viel HP hat und sehr nervig ist, haben die Leute natürlich einen Konter gesucht, um diesen Legendary abzuwehren, und das haben die normal im Inferno-Drachen gefunden. Mit 18,1% hat er wahrscheinlich die höchste Benutzungsrate, seit er überhaupt jemals rausgekommen ist. Ich denke mal, zu Bridge-Spam-Zeiten hat er doch noch ein bisschen höhere Nutzungsrate, aber nichtsdestotrotz sieht man, die Karte wird beliebter, praktischer. Auch gerade in der Auswahlherausforderung kann man die immer wieder gut einsetzen, weil man weiß, der Mega-Ritter ist irgendwo, irgendjemand wird Mega-Ritter haben, und man kann dann einfach den Inferno-Drachen nehmen und es wird ein guter Konter gegen den Mega-Ritter sein. Und an sich ist das schon verwunderlich, weil es gibt immer mehr Karten, die gerade den Inferno-Drachen gefährlich werden, wie Elektromagier, Sepp, ja, Seppis können nicht in die Luft schießen, aber Sepp, Blitz wurde ein bisschen schwächer gemacht. Es gibt viele Karten, die Elektro verschießen und den resetten und so weiter, und da ist es eigentlich schon erstaunlicher, dass die Karte immer weiter hochrutscht. Stell dich mal vor, es gäbe diese Karten nicht, wie Elektromagier oder, sagen wir einfach nur, es gäbe Elektromagier nicht. Wie beliebt wäre dann der Inferno-Drache? Der wäre so krass stark, dass die Leute wahrscheinlich eines der besten Legendaries zählen würden. Nummer 6. Platz Nummer 6 ist eher ein Favorit von mir als wahrscheinlich von der Community. Hat nicht eine ganz so hohe Benutzungsrate, hat eine Benutzungsrate von 12,4%, ist ungefähr gleich auf mit der Prinzessin. Aber ich finde die Nachthexe aktuell einfach ein bisschen praktischer. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, Nachthexe hat einen viel größeren Einsatzzweck. Man kann die gut verwenden, um Luft zu verteidigen. Man kann die gut einsetzen, um den Inferno-Drachen zu blockieren. Gut gegen viele Einheiten, die 4 Elixier kosten. Valkyrie manchmal sogar auch, wenn die abgelenkt ist. Gegen Elektromagier, wenn die drankommt. Macht guten Schaden. Ist einfach der perfekte Tank-Support. Wenn man Golem, Riese aussetzt und so weiter, kann man die Nachthexe hinten dran setzen. Wird einfach immer wieder unterstützt. Hat eine sehr gute HP-Anzahl. Stirbt nicht durch Feuerball. Sprich, schon mal kein Feuerball. Magnet, was viele Karten ja leider das Problem haben, dass die Feuerbälle anziehen oder andere Karten, Blitz-Zauberkarten, die einfach ihre Elixierkosten immer wieder reinbringen. Anders als bei der Prinzessin, die halt viel durch Zauber stirbt und sehr viele Elixierkonter hat, die gleich viel kosten, ist bei der Nachthexe ein bisschen schwieriger. Die hat ein bisschen mehr HP, ist aber weit weg von ihrer Blütezeit. Ne? Wir bedenken mal als die Nachthexe rausgekommen ist. Au. War das ein schönes Ding. Ja, ohne Scheiß, ich glaube, das war eine der lustigsten Zeiten von Clash Royale überhaupt. Klar, die war mega fett. Die war so stark, Leute. Die hättest du alleine auf das Spielfeld ausbringen können. Und die hätte alles vernichtet. Es war, glaube ich, die absurdeste und stärkste Karte, die es jemals in diesem Spiel gab, als es rausgekommen ist. Dafür fand ich es geil. Es gab ein bisschen Abwechslung. Die ganze Szene ist quasi hat sich einmal umgewälzt. Einfach nur durch diese Nachthexe. Innerhalb einer Stunde oder so ist die Karte zu der höchstbeliebtesten Karte mutiert. Kaum haben die Leute das Ding freigeschaltet, haben die damit irgendwie auf 5 Millionen Trophäen gepusht. Mit Level 1 Nachthexe bei 6000 Trophäen. War vollkommen okay. Hat immer noch ihr Ding gemacht. Ich hab's geliebt. Einfach weil es so absurd stark war. Wenn es so absurd stark ist, hat man irgendwie viel Spaß dran. Wurde dann schwächer gemacht, ist halt fair. Natürlich muss man irgendwann machen, irgendwann wird es ja auch absurd. Aber so für ein paar Tage nimmt man das einfach mit, wenn es so heftig ist. Nummer 5. Platz Nummer 5 geht für mich an den Elektromagier. Seit der Feuerball sicher ist, in der Herausforderung vor allen Dingen, auf Turnierstandard, ist das Ding natürlich mega, mega praktisch geworden. In der Arena ist er für mich immer noch eine nutzlose Karte. In der Arena ist das eine Karte, die du nicht verwenden kannst. Weil er durch den Feuerball stirbt. Du kriegst ihn nicht auf einem Level in der Arena, ohne 5 Millionen Euro in das Spiel zu investieren, so dass er durch den Feuerball überlebt. Ich habe den vor kurzem auf Level 3 gebracht, er stirbt immer noch durch den Feuerball. Bis ich den auf Level 4 habe, hat jeder Spieler schon Level 11 Feuerball und du wirst den einfach nicht vom Level gleich aufhalten können, so dass er seine Nutzungsfähigkeit in der Arena ausspielen kann. In der Herausforderung überlebt er den Feuerball. Jeder hat einen Level 7 Feuerball, jeder hat einen Level 1 Elektromagier, der überlebt den Feuerball vollkommen praktisch, vollkommen standsicher in der Meta. Die Leute lieben die Karte, immer wieder gut zu verwenden, hat den Eismagier quasi aus der Meta rausgeschossen. Es ist der bessere Magier geworden, sozusagen. Einfach, weil er diese super Defense hat. Kann alles abwehren, bremst fast die Eier. Naja, alles nicht. Es ist schon eine kleine Glaskugel. Das stirbt sehr schnell. Aber richtig eingesetzt, blockiert er einfach mal so schnell so viele Einheiten. Die kommen nicht mehr durch. Von Sparky bis Prinz bis kleine Einheiten kann er abwehren. Tanks, Hawk Rider ist drin. Fledermäuse, Inferno-Drache. Für alles kannst du das Ding einsetzen. Hat einfach einen guten Praxis, beziehungsweise hat einen guten Elixierwert. Nummer 4.
Nächste Karte ist auch eher ein persönlicher Favorit und das ist der Miner. Hat eine Nutzungsrate von 15,2%, ist also noch unterhalb des Inferno-Drachens, wenn man jetzt sein Ranking haben will, wie oft die Karten benutzt werden. Aber für mich bietet er einfach diese taktische Ebene. Der Miner ist eines dieser Karten in diesem gesamten Spiel, die eine taktische Ebene bietet, die fast keine andere Einheit hat. Extrem timingabhängig, extrem, sag ich mal, skillabhängig, wie man diesen Miner einsetzt. Man muss vorauskalkulieren und wenn man den gut aussetzt, kann er einfach selbst die kleinste Fledermaus, den kleinsten Minion noch mit Millimeter HP zu einer gefährlichen Waffe machen. Und das kann fast keine andere Einheit. Ich meine, guckt euch alle anderen Einheiten an. Egal ob Mega Ritter, Hawk Rider oder Giant oder so. Das sind Karten, die setzt ihr aus und die machen ihr Ding. Aber sobald ihr ausgesetzt ist, sobald ihr die gut ausgespielt habt, habt ihr fast keine Kontrolle mehr darüber. Klar kann dann entscheidet der Gegner, was die Karten machen, ob die gekontert werden und so weiter. Aber bei dem Miner kannst du einfach kombinieren. Miner ist eine Kombinierungskarte, eine Kombokarte, die du fast mit jeder anderen Karte kombinieren kannst. Du hast gerade einen Hawk Rider am Turm stehen und der kurz vorm Sterben ist. Miner los, Zap drauf, Hawk Rider lebt immer noch, Turm tot. Eine Fledermaus ist noch am Leben. Miner raus, bevor die Fledermaus die Brücke passiert. Fledermaus gefährlich, Gegner muss reagieren. Ein einzelner Minion, gleiches Spiel. Ein einzelner Kobold läuft gerade über die Brücke. Kam, braucht man nicht zu supporten. Falsch, wenn der Miner noch an den Turm geschossen kommt, bevor der Kobold über die Brücke kommt, wird der Kobold sowas von mächtig viel Schaden machen. Das ist eine Karte, die einfach taktische Ebenen bietet und für mich eigentlich auch dieses Spiel sehr viel Tiefe verleiht. Und das finde ich auch gut, dass es so eine Karte gibt, die so eine taktische Ebene bietet. Nummer 3. Platz Nummer 3 geht für mich an den Mega-Ritter. Ui, das ist, da haben sich echt die Plätze geschoben. Ne? Mega-Ritter ist eines der neueren Legendaries, war in der letzten Liste noch nicht mal drin. Benutzungsrate von 17,8%, fast gleich auf mit dem Inferno-Drachen, aber noch deutlich unter dem Elektromagier. Verdammt, der Elektromagier, wenn der im Feuerball in der Arena überleben würde, ne, wäre das wahrscheinlich eines meiner lieblingslegendären Karten und von vielen auch. Nichtsdestotrotz, wir sind bei Mega-Ritter. So, Mega-Ritter hatte ein ähnliches Problem wie eigentlich der Elektromagier. Naja, ähnlich ist es nicht, aber ich finde ihn in der Herausforderung deutlich besser als eigentlich in der Arena. Liegt wahrscheinlich auch am Level, weil im Prinzip habe ich einen Level 2 Mega-Ritter. Um in der Arena mitzuhalten, brauchst du den Lock auf Level 3, Level 4. Und dieses Problem hat man halt in den Herausforderungen nicht. Und da ist er praktisch. Gerade durch die vielen Karten, die gespielt werden, wie Baban, sagen wir Elektromagier, Hawk Rider, ist ja immer alles dabei, ist der Spawn-Schaden und der Gefährlichkeitsrate vom Mega-Ritter einfach immer wieder praktisch. Das Ding ist stark für Level 1 auf Turnierstandard. Kann das Ding mega nervig werden und wenn du nicht gerade das passende Deck hast, dann springt der Mega-Ritter normal von einer Karte zur anderen und lässt sich kaum aufhalten. Es ist eines dieser Karten, wo der Gegner ein bisschen entscheidet, wie praktisch und wie effektiv die wird. Wenn der Gegner es zulässt, kann das Ding so mega krass abrasen. Wenn er auf sein Elixier nicht aufpasst, dann ist das Ding am Turm dran und macht mächtig viel Schaden. Wenn der Gegner es aber richtig macht, wird das Ding irgendwie in der Mitte seiner Arena rumtanzen und wird nichts machen können. Und für 7 Elixier ist das schon nicht ganz einfach. Das ist eine Menge in Mordskosten. Ich spiele den aber gerne. Also es ist ja nicht nur irgendwo eine praktische Rate, es ist ja auch irgendwo ein Spaßfaktor und ich finde, der Mega-Ritter hat einfach auch diesen Spaßfaktor. Einmal, wenn man die Karte aussetzt, dann kann man es kaum abwarten, bis er endlich runterklatscht. Außer das Spiel fängt an zu laggen und es dauert 2 Sekunden, der Hawk Rider läuft vorbei, dann macht er keinen Schaden und dann denkst du dir nur so, fuck. Nein, aber man setzt die Karte aus, man sieht gerade diese drei Musketiere, die Barbaren und dann denkt man sich nur, yeah, jetzt kommt der Mega-Ritter und dann macht er so, bams, macht richtig coolen Erscheinungsschaden, haut die Einheiten weg und ist einfach wieder, ist eine mega coole Karte. Deswegen für mich Platz 3. Nummer 2. Kommen wir zum Kampfholz. Kampfholz war nie meine Lieblings-Legendary, die ist einfach langweilig. Ist sie immer noch, es ist eine der langweiligsten legendären Karten, die es in diesem Spiel gibt. Setzt das Ding aus, es macht sein Ding. Punkt. Es gibt keine langweiligere Karte in diesem Spiel als Kampfholz. Selbst der Sepp-Zauber ist irgendwie interessanter, einfach weil er schneller ist und Betäubungsschaden macht. Kampfholz ist aber eines dieser Karten, die du aussetzt und nie wieder anguckst, was damit macht. Und warum ist es trotzdem Platz 2? Lockbait. Verdammtes Lockbait, verdammte Kobolde, verdammte alle anderen Karten, die es über dieses Feld fuseln und so weiter. Mit der Benutzungsrate von 35,9% ist der Lock-Zauber bzw. Kampfholz allgemein die zweitbeliebteste Karte in diesem Spiel. Sepp-Zauber ist immer noch die beliebteste. Die zweitbeliebteste Karte im gesamten Spiel, nicht Legendary, zweitbeliebteste Karte in diesem Spiel, die beliebteste Legendäre in der gesamten Community. Ja, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, eben wegen vielen kleinen Karten wie Kobolde, Skelette und alle anderen Karten, wie, sagen wir mal, was haben wir da noch? Baba natürlich auch praktisch und allgemein, weil Leute natürlich auf eine Lane Karten platzieren, kann man mit 2 Elixier sehr viel Schaden rausholen, wird alles ein bisschen kleiner machen, abrasen, die Lane fließen, blockieren und dadurch ist dieses Kampfholz schon seit EOD eines der 2 beliebtesten Karten in diesem gesamten Spiel. Es ist nur so langweilig.
Es ist so verdammt. Man kann gar nicht so viel über die Kampfholz erzählen, weil es einfach. Es ist langweilig. Setz Mega-Ritter raus. Setzt raus, denkst du dir, yeah, Mega-Ritter, bam, es macht Schaden. Setz ein Kampfholz aus. Nice. Das Geilste am Kampfholz ist aber, wenn der Gegner irgendwas, beziehungsweise wenn du das Kampfholz aussetzt und der Gegner setzt was mitten rein. Oh. Es ist eines der schönsten Gefühle in diesem Spiel. Wenn das Spiel Gefühle auslösen kann, dann, wenn ein Kampfholz anrollt und der Gegner irgendwelche Kobolde, Feuergeister, Skelette aussetzt und das Kampfholz die so schön erwischt, bevor die draußen waren. Das ist das schönste Gefühl, was man mit dem Kampfholz produzieren kann und allgemein mit diesem gesamten Spiel produzieren kann. Nummer 1. Platz Nummer 1 geht an die allseits beliebte, meistverbreitete Kreditkarte. Nein. Doch, schon. Kreditkarte ist schon eine verdammt starke Legendary. Aber es geht an die einfach die neueste und wahrscheinlich aktuell am meist diskutierte Legendary. Und das ist der Royale Geist, beziehungsweise Königsgeist. Royal Ghost, wie auch immer ihr den nennen wollt. Ich bin irgendwie bei Royaler Geist. Eine Nutzungsrate von absolut wahnsinnigen 1,6%. Es benutzt aktuell noch so gut wie keiner. Einfach dadurch, dass die Karte eigentlich erst vor kurzem wirklich rausgekommen ist. Die Karte ist erst vor ein paar Tagen offiziell rausgekommen. Vor 2 Wochen oder circa, vor 2 Wochen konnte man die freischalten im Turnier, wenn man gut genug ist. Dass es so viele Spiele gibt, beziehungsweise so viele Spieler können die nun mal nicht freischalten, müssen warten, bis es rauskommt. Deswegen ist die Benutzungsrate aktuell noch absolut im Keller. Aber es steigt. Die Karte wird immer beliebter, verbreiteter, die steigt im Level, die Leute kaufen die im Shop. Es wird immer weiter hochgelevelt, es wird praktischer. Und für 3 Elixier hat es einfach diese perfekte Mischung. Nicht nur, dass es unsichtbar ist und somit den Erstschlag holt. Nein, es kontert auch verdammt viele Einheiten. Macht Splash-Schaden. Es macht Splash-Schaden. Es greift nach vorne an und macht Splash-Schaden gegen Kobolde, Skelette, Armee. Kann es sogar ankommen. Der Splash-Schaden ist minimal, aber er ist da. Und das macht die Karte verdammt praktisch, manchmal. Hat eine gute HP-Anzahl. Mit über 1000 HP ist das Ding super, super stark gepanzert. Stirbt nicht durch Feuerball, nicht durch Blitz. Tötet sogar die Prinzess und macht nicht mal, verlierst nicht mal Elixier dabei. Deswegen sage ich ja, Prinzessin hat eine verdammt schwere Zeit, aber auch viele andere Karten. Und vor allen Dingen musst du reagieren. Aber für mich auch noch eines der Gründe, warum das Ding auf Platz 1 ist, der taktische Effekt. Genau schon wie bei meiner ist für mich der Royale Geist eines dieser Karten, die eine taktische Ebene in dieses Spiel einbauen. Durch den Unsichtbarkeitseffekt kann man hier eine Menge wahrscheinlich rausholen und anders machen als mit den anderen Karten. Und wenn man das gut drauf hat oder Glück hat, kann das Ding so mega praktisch und taktisch sein. Und dieser taktische Effekt ist das, was mir für mich in diesem Spiel eigentlich interessant macht. Es bringt eine Ebene in das Spiel rein, die, sag ich mal, ein bisschen mehr Skill erfordert, als einfach nur einen Giant hinten dran zu setzen und hoffen, dass man dann irgendwie Support hinten dran packt. Und bei dem Royalen Geist ist einfach noch diese Ebene vom Unsichtbarkeitseffekt drin. Und schon ähnlich wie der meiner muss man einfach versuchen, da die Taktik rauszuholen. Das ist meine Top 10 für den Stand Januar 2018 mit dem aktuellen Legendary, die es in diesem Spiel gibt. Und bevor ihr mich hier voll spammt, wo ist die Karte, wo ist die Karte und warum die Karte? Jeder hat irgendwo eine Lieblingslegendäre und irgendeiner sagt, Friedhof ist meine Lieblingslegendäre oder was auch immer. Die Karten haben es für mich einfach nicht geschafft, weil die es aktuell, ja, eher speziell sind. Gerade Friedhof ist eine sehr spezielle Karte, die halt in seinem Friedhof-Decks gut funktioniert oder mit irgendwelchen Giant-Tanks. Aber der Friedhof ist auch stark in der Benutzung runtergesunken, ist nicht mehr so stark vertreten, ist einfach nicht mehr so geil. Genau wie Holzfäller ist noch schwächer als der Eismagier aktuell dran. Ansonsten schreibt natürlich eure Restrunden und Runden, wo seht ihr eure Lieblingslegendären Karten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Klickt hier auf die rechte Seite und findet hier weitere Videos. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse. Flop.